Raus aus dem Alltag, so wie wir ihn kennen, und rein in eine Welt voller Entspannung, Achtsamkeit und Stille. Ich verlasse heute meine Komfortzone und mache den Selbstversuch. 24 Stunden im buddhistischen Kloster in Esdorf. Das Kloster trägt den Namen Sirisampanno, was so viel bedeutet wie vollkommenes Glück. Ich bin gespannt. Hallo. Hallo. Hi, ich bin Jenny. Sirinanda, komm Hallo. Rein. Schön, dich kennenzulernen. Dankeschön. Schuhe aus und rein ins Kloster. Die Nonnen haben ihre weltlichen Namen abgelegt, genauso wie Haare, Schmuck und alltägliche Kleidung. Auch ich soll heute weiß tragen. Ich habe mich jetzt umgezogen. Ich hoffe, das passt so. Das war das einzig Weiße, was ich noch zu Hause hatte. Ja, ist wunderbar. Ja? Mhm. Warum denn eigentlich weiß? Also welche Bedeutung hat diese Farbe? Und zwar, das geht schon auf die Zeit des Buddha zurück, da wo die Unterstützer haben weiße Kleidung getragen. Heute ist es ist gut, sich umzuziehen, um sich mehr auf die Meditation und die meditative Praxis, Entwicklung von Achtsamkeit zu konzentrieren. Für uns geht es jetzt auf den sogenannten Almosengang ins Dorf, eine gängige Praxis im Buddhismus. Ganz vorne mit dabei ist Aya. Sie ist vollordinierte Nonne, gibt ihr Wissen an die anderen Nonnen und Gäste im Kloster weiter. Sie hat quasi den höchsten Status erreicht. Dahinter kommen Samaneri Sirinanda in Braun und Subhata in Grau. Sie ist noch Nonne auf Probe. Als Gast laufe ich ganz hinten. Mir wurde jetzt nur gesagt, dass wir bei dem Gang nicht reden, also das ist eine Gehmeditation. Alles passiert in Stille, man soll die Gedanken einfach ziehen lassen und sich nur auf den Moment konzentrieren. Das ist erstmal ein bisschen komisch, aber was auffällt, es ist wirklich total ruhig hier. Jeden Mittwoch und Samstag werden Spenden gesammelt, aber nicht in Form von Geld. Das dürfen die Nonnen nicht annehmen, sondern einzig und allein Lebensmittel. Heute gibt es Haferflocken, Käse, Nudeln, Eier und Brotaufstriche. Auch ich habe dem Kloster Essen und Dinge für den Alltag mitgebracht. Ansonsten ist der Aufenthalt hier kostenlos. Zurück vom Almosengang in Stille habe ich endlich die Gelegenheit, meine ganzen Fragen loszuwerden. Was bedeutet denn jetzt dieser Gang? Warum macht ihr das? Diese Praxis ist eine sehr gute Praxis für Geistesschulung. Einmal ist es gut für uns, dass wir Demut üben und dass die Menschen, dass die dann etwas geben, ohne zu erwarten, weil die kennen uns nicht. Manche waren hier, niemals waren hier. Aber diese Freude beim Geben, ja, die spüren das. Und das öffnet das Herz. Kein Betteln, keine Erwartungen. Die Nonnen nehmen alles so, wie es kommt und machen sich nicht zu viele Gedanken. Gar nicht so einfach, finde ich. Wie schafft man es denn, diese Gedanken abzustellen und sich wirklich nur auf den Moment zu konzentrieren? Der Geist, das ist wie ein wilder Hengst. Ja? Und wir lernen, die Zügel in die Hände zu bekommen. Jetzt gerade, wenn die sitzen da, ist es sitzen da. Ja? Der Geist weiß es, dass er sitzt. Ist es abgelenkt? Ist es in der Zukunft oder Vergangenheit? In der Arbeit oder was wird nächsten Moment passieren? Lebt er das Leben nicht? Meditation soll dabei helfen. Bevor wir uns aber auf unseren Körper und die Atmung konzentrieren, wird gechantet, ein rhythmischer Singsang von buddhistischen Texten. Voll Freundlichkeit und Güte, so weit und groß geworden. Weiter geht's mit der Meditation. Sei dir bewusst, dass du sitzt. Spüre den Kontakt bei dem Einatmen, heben, bei dem Ausatmen, senken. In diesem Augenblick musst du nichts tun. Es geschieht von allein. Meditieren kann man nicht nur im Sitzen, auch im Liegen, Stehen oder Gehen. Heben, vorwärts, senken. Nach der ersten Meditation will ich genauer wissen, was die anderen Gäste und Nonnen hierher führt. Das Kloster wird vom gemeinnützigen Verein Lilienhof getragen, den Claudius und Luisa Mentele vor 7 Jahren gegründet haben. Seitdem unterstützen beide das Kloster. Ich finde, hier ist so ein heilsamer Ort, so eben die Möglichkeit, mal wirklich so in Stille zu gehen und einzukehren. Und ich finde, solche Orte gibt es nicht so viele. Das Ehepaar ist deshalb auch nach Esdorf gezogen und versucht, viel privat dabei zu sein, trotz normalen Jobs und 2 kleinen Kindern.
Ganz praktisch gesehen ist es so, dass es ja morgens eine Meditation gibt und abends eine Meditation. Das lässt sich schon ab und zu ganz gut integrieren. Also morgens um 5, da schlafen die Kinder ja noch und abends sind sie dann vielleicht schon im Bett. So versuchen wir da immer, uns Lücken im Alltag zu suchen. Den normalen Alltag hat Sirinanda schon vor einigen Jahren verlassen, um buddhistische Nonne zu werden. Eigentlich hat sie Medizin studiert. Durch ihren damaligen Freund ist sie auf den Buddhismus und die Meditationspraxis aufmerksam geworden. Das ist so gewachsen. Das ist, also einmal ist natürlich viel Leid, was man selber erlebt hat und selber gespürt hat. Und dann so dieser Wunsch und dieses Vertrauen, dass es dann einen Weg daraus gibt. Die 30-Jährige lebt jetzt seit 2 Jahren hier. Für ihre Familie war das anfangs schwer zu verstehen. Das ist natürlich erstmal nicht das, was man sich für die Tochter wünscht, sondern die Eltern hätten gerne Enkelkinder zum Beispiel. Aber so mittlerweile sind sie wirklich, beide stehen dahinter, hinter mir und unterstützen mich auch. Und mein Papa hat mir sogar die Robe überreicht bei der Novizenordination. Das war wirklich ganz schön. Ihre Familie darf sie im Kloster besuchen und auch sonst ist der Kontakt erlaubt. Gibt es denn irgendwas, was du aus deinem alten Leben vermisst? Natürlich, klar, ja. Es kommen immer wieder die Sehnsüchte hoch. Es ist ganz natürlich. Was sind das für welche? Ach, manchmal ist es einfach nur eine gute Schokolade oder sowas. Und oh, das war jetzt der das Gong? Das war der Mittagessensgong. Der Mittagessensgong, ja. Ja, dann wollen wir dem mal folgen. Ja. Generell gibt es im Kloster nur 2 Mahlzeiten, Frühstück gegen 7 und Mittag gegen 12 Uhr. Und auch dabei gibt es wieder viel Neues für mich zu beachten. Ich darf nicht alleine das Essen nehmen an mich. Okay. Ja, wenn es gespendet, offeriert, dann kann ich das essen. Die Nonnen dürfen nur nehmen, was ihnen gegeben wird. Deshalb mache ich ihnen heute das Essen in ihre Schale, so viel wie ich denke. Gegessen wird auf dem Boden, ganz bewusst und in Stille. Sehr ungewohnt für mich. Die Nonnen essen übrigens nicht mit uns. Nach dem Mittag zeigt mir Sirinanda noch, wo ich die Nacht verbringen werde. Das ist das Häuschen, in dem du heute Nacht übernachten wirst. Okay, das sieht ja ganz niedlich aus. Schön. Genau. Okay. Licht ist auch da, Wasserkocher ist drinnen. Ja, genau. Und sogar eine kleine Heizung. Ja. Das wird schon gehen. Jetzt macht sich aber erstmal mein Kamerateam auf den Weg. Heißt, ab jetzt bin ich wirklich allein im Kloster. Jetzt geht's auch hier erst in 3 Stunden weiter. Das heißt, ich habe jetzt wirklich viel Zeit, um mich an diese Stille hier vor Ort zu gewöhnen, mich auf das Kloster weiter einzulassen. Und ja, muss mal überlegen, was ich jetzt mit meiner Zeit anfange. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich versuche mich weiter an der Gehmeditation und lese noch ein bisschen in meiner Holzhütte. Um 16 Uhr geht's dann weiter in den Wald. Natürlich wieder ohne zu sprechen. Ich merke, dass es mir total schwer fällt. Ich laufe hier lang und denke an den Arbeitstag. Was esse ich morgen? Was mache ich nächste Woche? Aber das Wichtige ist, den Fokus auf das Jetzt zu richten, nur auf das Gehen. Zwischendurch machen wir immer wieder Pause und Aya gibt uns ihr Wissen weiter. Die gebürtige Polin ist 59 und hat 2011 ihren Mann und die 2 Kinder verlassen, um Nonne zu werden und anderen zu helfen. 6 Kilometer und circa 2 Stunden später sind wir zurück und machen uns bereit für die Abendmeditation. 1,5 Stunden stehen jetzt nochmal auf dem Programm. Ja, was für ein Tag. Also ich kann noch gar nicht so richtig fassen, was eigentlich heute so passiert ist und merke, ich muss das erstmal sacken lassen und verarbeiten. Jetzt ist es jedenfalls gleich um 10. Alles ist schon ruhig und ich bin hier in meiner Holzhütte, in der ich hoffentlich gut schlafen werde. Die Heizung habe ich ein bisschen angemacht, ansonsten habe ich aber auch noch Akkusocken mitgenommen für alle Fälle. Ja, und der Wecker klingelt morgen schon wieder um 4, deshalb sage ich gute Nacht. Leider war die Nacht aber nicht so gut wie erhofft. Irgendwie konnte ich nicht einschlafen. Jetzt ist es 4.30 Uhr und es geht gleich los mit der Meditation. Jeden Morgen von 5 bis 6.30 Uhr wird meditiert, was bei der Uhrzeit zugegeben noch schwerer fällt. Danach ist mein Klosterexperiment zu Ende. Ich habe es geschafft. Ich bin echt ein bisschen stolz auf mich, weil ich am Anfang ja wirklich sehr nervös war. Mein Highlight war auf jeden Fall die Gehmeditation im Wald. Gewöhnungsbedürftig und neu fand ich das lange Sitzen. Dabei ist mir echt ganz oft das Bein eingeschlafen und auch das Essen in Stille fand ich erst ein bisschen komisch. Ich habe mich aber auf das Ganze eingelassen und hoffe, dass ich ein bisschen Ruhe und Gelassenheit für meinen Alltag mitnehmen kann.
Auf das besinnen, was ist, und alles so nehmen, wie es kommt. Dafür muss man laut Aya übrigens nicht stundenlang meditieren. Ein paar Minuten bewusst ein- und ausatmen sind schon ein guter Anfang. Eine wirklich inspirierende Erfahrung, an die ich wohl noch lange zurückdenken werde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch schwerstens ans Herz legen, lasst doch ein Like oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich unseren RTL Nord YouTube-Kanal. Da gibt es nämlich noch ganz viele andere schöne Videos aus Niedersachsen und Bremen.